Es tut mir wirklich leid, aber in Team Galactic ist kein Platz für Kinder. Wir sammeln Pokémon für ein ganz erstaunliches Unterfangen. Dein Eingreifen könnten wir daher nicht gestatten. Ich könnte gut über den Radar fliegen. Ganz ehrlich, ich bin so klein, meine Hände passen überall rein. Das ist gut zum Stehlen. Vertrau mir. So muss ich mich jetzt Star-Lord nennen? In der Tat. Bam, Star-Lord, ich passe zu euch. Okay, also. Was haben wir? Wir haben Gust, Psybeam und Moonlight. Moonlight war zum selber heilen, ne? Das war so ein bisschen tanky unterwegs, unser, Pudox hier drüben. Wir haben noch Poison Power, das bringt gerade nicht allzu viel. Ich würde sagen, wir ballern die einfach weg. Wir sind ein paar Level drüber. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben Psybeam sich zur Seite. Und, ja, Bubblebeam. Bubblebeam macht ordentlich Schaden, würde ich sagen. Und Stunky könnte richtiger Stich im Auge sein. Zum einfachen Grund, Stunky hat wahrscheinlich auch hier Final Blow. Okay, das tut hart weh. Er hat auch hier Final Blow und das heißt, wenn es besiegt wird, greift es noch einmal an und kann mich damit umhauen. Was ziemlich scheiße ist. Hat Stunky überhaupt irgendwas die Runde gemacht? Außer stinken. Ha, this in your face. Ja, okay, ne, ich würde sagen, wir Psybeam einfach weiter. Das hat ja nicht allzu viel Schaden gemacht, aber dann können wir nachher nochmal abfinishen. Die haben eh jeweils zwei Pokémon. Okay, versuchen wir einfach nur, nicht in der allerersten Aufnahme nach einer langen Pause irgendein Pokémon zu verlieren. In der Tat, Stunky hat nichts gemacht. Stunky steht nur und stinkt. Kann es sein, dass Doppelkämpfe nicht richtig implementiert sind in dieser ROM? Das wäre nice. Ein Freund von Aya ist Level 5! Und mit seinem nicht... oder mit seinem Mini-Schwanz will noch ein bisschen Tail whippen. Pound, Double Edge, Crawl, Defense Curl. Ich würde sagen, wir machen Defense Curl raus, weil Tail Whip kannst du zumindest eine Runde nochmal für den nächsten schwächen. Also wenn er Freundin von Aya wirklich da ist, um zu sterben. Keine wesentliche Verteidigung des Gegner-Pokémons auf einmal um eins verringern. So ein Minimum, was er mal tun darf. Und wenn er irgendwann Eier werfen kann, werden wir es auf jeden Fall erlauben, damit er mehr von seinen Kindern umbringen kann. That's how we roll. We roll, we roll. So, das Hauptproblem mit diesem Ding hier wird übrigens sein, nicht diese ganzen random Heinis, die davor meinen, ah, wir sind so schön, wir sind so schlau, wir sind so stark und waren nicht platt. Und das Hauptproblem wird tatsächlich sein, den Boss zu besiegen. Surprise, surprise. Alter, ist Zubat schwach. Okay, Finte macht fast nichts, wunderbar. Denn. Nice Erfahrungspunkte. Die 69 mag ich. Das Problem ist halt wirklich, der hat. Oh shit! Oh mein Gott, Giovanni! Du gehst erstmal. Hast du gut gemacht. Versteck dich im Pokéball. Knicklicht, das ist ein Job für dich und Rocktomb soll doch eigentlich zumindest das Zubat ziemlich hart zusammenschlagen, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass das Vieh nochmal einen Flügelschlag raushauen kann. Ja, okay, klar, es hat Flügel, natürlich kann es damit schlagen. Sinnvolle Überlegungen sind bei mir nicht ganz so mit dabei. Wunderbar, Nut regelt. Und ja, zumindest das Zubat hat jetzt auch mit angegriffen, schade. So, Level 21. Achso, Giovanni, ne? Giovanni schon 22? Nun ist 21 geworden, es wird noch nicht aktualisiert. Von mir aus. So, aber du kannst doch mal ein bisschen rumsparken. Bitte nicht auf Nun. Wenn ich mich da einmal verklicke, dann war's das. Ah, gut zu wissen. Luxio kann zwar nichts, aber er ist schnell. Sie. Die Knicklicht ist schnell. Ganz wichtig, ich will nicht schon wieder ein männliches Relaxo deine Mutter nennen. Das muss ja nicht sein. Okay, Echoed Voice. The user attacks the target with an echoing voice. If this move is used every turn, it does greater damage. We have to make our damage great again! Das heißt, wir heulen nicht mehr, wir echoen die Stimme jetzt. Aha, that's a level up. Rank up, meine Freunde. Wobei Ferdinand von Aya schon verdammt schnell steigt. Also gut, der wird jetzt ziemlich langsamer steigen, weil es immer höher wird, aber egal. Aber du bist doch ein Kind! Ja, aber ich bin ein starkes Kind. Und ein Kind, was Nut an seiner Seite hat. Nut, Motherfuckers, der Noob-Train ist unterwegs. Und wir wissen schon, dass da oben nur ein Einzelkampf ist. Also können wir auch problemlos einmal durchlaufen. Der will nichts von uns. Unsere Zielvorgaben sind unfassbar. So unfassbar, dass ich sie nicht verstehe. The moment you lie on your job review. Anderes Ding, Gegenteil. Resume. Ich verteidige sie trotzdem mit blindem Gehorsam und dir wird nichts verziehen. Gratulation, sie haben einen Nazi angeheuert.
Ein Space-Nazi! Das ist so 0815, aber ich find's geil. Jetzt wäre tatsächlich mal Giovanni eine gute Option gewesen. So ein Psy-Beam, das Ding würde röchelnd in der Ecke liegen und hoffen, dass es nie wieder aufstehen muss. Aber Bubble-Beam sollte nicht dasselbe machen. Dammit! Dann holte halt mal seine trockene Haut raus. Musste mal eincremen, mein Freund. Das hilft. Das hilft sehr, sehr gut. Dann wird das Ganze geschmeidiger. Und wieder völlig fröhlicher. Aber der sollte trotzdem verlieren, oder? Oh, scheiße. Nein. Stopp. Ich hätte heilen gehen sollen. Ich hätte unbedingt heilen müssen. Ich glaube, Knick, ich kann jetzt auch nicht erzählen. Wie, ne, du, irgendwelche Angriffe, die nicht Schwachsinn sind? Amber Flame Wir. Ich meine, der hat eine trockene Haut, I guess. Wenn man da mit einem flammenden Rad reinböllern, sollte das doch Schaden machen. Und solange der sich nur für Sachen revenge, die nicht passiert sind. Das waren, lass mich rechnen, 19 Schaden. Du sollst also einen Schlag aushalten. Flame Wheel. Ins Gesicht. Okay. Komm schon. Nein! Nein! Scheiße. Es hat 2 Kämpfe gedauert. Nein! Xavier Naidoo! Xavier Naidoo, du solltest uns retten! Und nicht vor meinen Augen sterben! Du warst doch noch so jung! Du hast uns durch den Kampf getragen! Du hast uns gerettet und den Pflanzenohren bekommen. Du hast unsere große Schwäche Pflanzen besiegt. Und jetzt gehst du wieder vor uns. Während Föhnet von Eier Sache refreshen kann. Toll, ist mir egal. Ja, hau den Tailwhip wieder weg, würde ich sagen. Heilung ist wichtiger. Scheiße. Aber der hätte doch überleben müssen. Das war wahrscheinlich ein Highroll, ne? Alter, fick dich. And we're down to 5 again. Ich hätte heilen sollen. Scheiße. Okay. Wir gönnen uns erstmal ganz kurz das schöne Ding hier. Wofür haben wir jetzt? Für ein X-Speed. Für ein X-Speed haben wir unseren Retter, unseren Erlöser sterben lassen. Ist für meine Sünden gestorben. Ich wollte doch nur trainieren und Level sammeln. Damit beim Boss jetzt nicht noch mehr sterben. Da fällt mir ein, ich darf gar nicht Nut sterben lassen. In dem Moment, wo Nut stirbt, habe ich mich gesoftlockt in dem Ding da drin und komme weder rein noch raus. Weil keiner mehr Pokémon zur Schneide einsetzen kann, außer Nut. Fuck. Okay, wir sind also genauso am Arsch wie vorher. Nichtsdestotrotz, Xavier Naidoo. Du hast nicht viel gemacht. Das muss man leider so sagen, wie es ist. Du hast nicht die Chance gehabt, lange in diesem Team zu bestehen. Und das lag nicht an dir, es lag an mir. Ich konnte nicht rechnen. Und die Rache für nichts, die Rache des Nazis, hat den heiligen Erlöser umgebracht. Es war so schön, dich hier gehabt zu haben. Du hast das Feuer in mir entfacht und mir Hoffnung gegeben und den Pflanzenohren geholt. Du wirst nie vergessen sein. Du hättest dich stompen sollen. Du hättest es geschafft. Aber nun entlassen wir dich in deinen Tod. Dein Feuer wird auf immer erlöschen, doch die Asche auf mein Haupt für meine Schande, die ich bekommen habe, wird auf immer da bleiben. Zitat Kratos. Okay, gut. Scheiße. Okay, dann lassen wir mal ganz kurz schon näher hinter mich her wackeln. Irgendwie scheint das immer ein Todesurteil zu sein. Wer hinter mir herläuft, stirbt als nächstes. Genera, ich habe ganz schlechte Nachrichten für dich. Aber Ferdinand von Eier macht das schon. Dachte ich mir schon mal, es hat nicht funktioniert. Gut, alles klar. Wir haben entdeckt, was passiert, wenn wir die falschen Treppen hochgehen. Wir sterben einfach. Was steht denn hier so? Mitarbeiterinformation. Mitarbeiter des Monats? Der Nazi von einer Etage weiter oben. Er hat alles getan und er wusste nicht mal wofür. Bezahlt haben wir ihn auch nicht. That's how we... Bro, ich muss irgendwo die Maus hinlegen, wo sie nicht die ganze Zeit runterfällt. Mein Mäuschen mag mich nicht. Es springt immer von meinem Schoß. Sehen wir mal, wie gut dieses Pokémon ist. Ich habe es in einem Trainer schnibitzt. Wenn er das kann,
kann ich doch auch, oder? Ich meine, meine allererste Frage ist, warum zur Hölle nehmen die immer eine siamesische Katze und klauen die? Warum nicht was Sinnvolles? Ich meine, es gibt so viele Pokémon auf dieser Welt, also wirklich so verdammt viele. Und sie klauen nur die Katzen und Stinktiere, die eh keiner haben will. Die klauen sie, weil jemand die am Straßenrand ausgesetzt hat und jetzt, naja, ne, nehmen wir mal mit, haben wir diese Katze geklaut. Aber Team Rocket ist ja noch schlimmer. Die klauen irgendwelche Ratten von der Straße. Oh, alle verfallen in Pest. Ich weiß auch nicht wieso. Aber ich habe diese süße kleine Ratte gefunden. Soll ich sie mal mitnehmen? Was soll das denn? Das soll dein Ende sein. Okay. Das Problem ist, wir haben jetzt effektiv 3 Pokémon im Team, die kämpfen können. Das ist Knicklicht, Giovanni und Nutnut. Nutnut darf nicht sterben. Das heißt, er geht erstmal nach hinten. Ich würde erstmal versuchen, mit Knicklicht ein bisschen zu trainieren. Problem ist, keiner meiner Pokémon ist ja auch ansatzweise effektiv. Und Giovanni hat sogar noch Nachteile. Wir forschen an neuen Energieformen. Wir wollen uns die mysteriöse Kraft der Pokémon aneignen und als Energiequelle nutzen. Übrigens, man erkennt die richtigen Aufgänge daran, dass daneben ein Mitarbeiter des Monatsschild hängt. Also, das stand vorher schon da. Gemeinsam für den Fortschritt, Team Galactic! Hier steht sowas drauf. Schön für das Schild. Toll, wie Ferdinand von Eier hinter mir noch lacht. Noch kann er lachen. Das heißt, das ist jetzt der falsche Aufgang, ne? Exakt. Dann umgehen wir den einfach und holen uns den trotzdem. Haha. Ja, das heißt, ich habe schon mal herausgefunden, welchen Weg wir gehen müssen, um alles zu bekommen. X-Special. Ich weiß nicht, ob das jemals sinnvoll sein wird. Es hat mir bei Schwert und Schild den Arsch gerettet. Mal sehen, wie es hier ist. Oh, vielen Dank. Wir lieben es, wenn Leute uns ihre Pokémon spenden. Ja. Spenden. Ich spende dir gleich mal meine Faust in deine Fresse. Ich bin noch angepisst von Xavier Naidoo. Ich wollte hier nicht in der allerersten Aufnahme direkt wieder Pokémon verlieren. Sorry. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das mal ausnahmsweise nicht tun werde. Es sind 10 Damage, das geht in Ordnung. Ja, Klibunke hat auch ziemlich viel Angriff, aber ich hätte halt nicht gedacht, dass er so viel hat. Das ist... Ich meine, ich war schon ein bisschen verwundert, dass Xavier Naidoo den Schlag so gut weggesteckt hat. Aber ich meine, dann war es für mich, dass er den zweiten auch so gut wegsteckt. Aber das hat er halt nicht. Aber für den von Eier Level 10. Ey. Okay, und Stunky hat, wie gesagt, vielleicht sogar den letzten Schlag. Ganz kurz, das macht Charge. Charge lädt auf. Gut, das bringt mir noch nicht allzu viel, weil ich noch keinen Angriff habe, der Spezialangriff ist. Was doof ist für Luxio. Alter. Luxio haut ja richtig rein. Ja, dann... Box ihn doch einfach um! Dafür habe ich dich angestellt! Genauso wie Ersatzteile damals, die gestorben sind. So war's, ich erinnere mich. Ich bin auch nicht jetzt mein Pokémon. Okay, und nochmal ein Klibunke. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Einfach nicht das Pokémon, was die ganze Zeit nur Rache haben will. Für nichts und wieder nichts, was mit seiner sinnlosen Rache meine netten Pferde umbringt, die ganze Zeit nur einzusetzen. Ist dir vielleicht um den Sinn gekommen, dass ich vielleicht auch etwas, naja, dagegen zu steuern habe? Wie ein hartes Umboxen! Dankeschön. Und so hätte es im letzten Kampf auch laufen können. Hätte ich nur Ferdinand, also Giovanni geheilt. Scheiße. Wenn man einfach ganz klar sagen muss, der Fehler war bei mir. Ahem. Egal, der ist umgeboxt. Wunderbar, wunderschön. Ich würde jetzt einfach ein paar Mal eingehen. Also ich möchte... echt nicht riskieren, dass wir irgendwo sterben. Das heißt, sobald irgendein Pokémon Half-Life ist, ich meine, ich habe meine Fehler gerade jetzt schon einmal mitbekommen mit unserem Xavier Naidoo, einmal nicht heilen gehen kann den Tod für ein Pokémon bedeuten. Es muss nicht mal das sein, was nicht geheilt ist. Ich meine, ich hätte auch einfach nochmal heilen können. Hätte ich machen können. Habe ich da gerade Must-Take einfach mitgezogen? Musste machen. Ab und zu musste taken, musste einfach mitnehmen. Das ist halt so.